So, der Florian wollte noch was sagen. Hallo. Ich glaube, das klappt. Ja, ich hatte heute noch ein schönes, oder nicht so schönes Disputen, da musste ich mich erstmal zu Hause hinsetzen, ein bisschen schreiben, ein bisschen abreagieren. Jetzt wollte ich es mal ein bisschen vortragen. Also. Für jeden mündigen Bürger ist es ein Recht und eine Pflicht, seine Stimme zu erheben, wenn er merkt, dass ihm oder wem anderes Schaden zugefügt wird, auf welcher Ebene auch immer. Besonders, wenn dies durch die öffentliche Macht, dem Staat, geschieht. Man darf sich nicht abwenden und sagen, das geht mir nichts an. Dies wäre verantwortungslos, sich selbst und allen anderen gegenüber. Man kann es auch Selbstbetrug nennen. Natürlich kann man schnell die Übersicht darüber verlieren, wer ein alles in das Licht führen möchte. Und damit auch die Hoffnung. Aber genau deswegen ist dieses System so konzipiert. Damit dieses eintrifft. Jeder von uns soll klein gehalten werden, damit er meint, er kann nichts verändern. Hört auf, euch verblöden und unterdrücken zu lassen. Sobald ihr nach und nach mal statt die Tagesschau zu gucken oder die Zeit zu lesen, euch Berichte von freien Journalisten, wo auch immer, zugute führt oder vielleicht endlich mal wieder mit euren Mitmenschen über gesellschaftliche Dinge und Ängste diskutiert und merkt, dass uns eine Ungeheuerlichkeit widerfährt, aber das ist wieder so manche Aussagen von der Öffentlichkeit. Dass uns eine Ungeheuerlichkeit widerfährt, aber das ist wieder so manche Aussagen von in der Öffentlichkeit stehenden Personen, für die meisten Probleme eine Alternative gibt. Leider kann sich keiner alleine gegen die Tyrannei des Raubkapitalismus stellen und uns in eine bessere Welt führen. Aber ich kann es nur noch einmal betonen, du bist nicht allein. Wir sind 99% der Menschheit und wir haben die Macht. Es gibt schon so manche gute Ansätze mit Potenzial, wie zum Beispiel die Mahnwachen für den Frieden und noch so vieles mehr. Stellt euch nicht unter irgendeinen Scheffel, sondern habt Mut zu euch und zeigt euer Potenzial. Ich habe auch noch zwei Anliegen. Morgen um 18 Uhr ist in der Stadthalle eine Podiumsdiskussion über TTIP. Und ich glaube, da kann man sich gerne mal blicken lassen. Weil es ja doch ein sehr betreffendes Thema für uns alle ist. In der Stadthalle um 18 Uhr. Und dann habe ich noch in meinem Heimatort, der ist 200 Kilometer westlich von hier, sind 17.000 Einwohner, da ist jetzt auch endlich eine Mahnwache zustande gekommen. Mein Bruder hat ihn ins Leben gerufen, die ist jetzt freitags. Jeden Freitag, damit man auch noch nach Osnabrück gehen kann. Und am 7.11. sind wir auf jeden Fall eigentlich immer eingeladen, aber am 7.11. fände ich schön, wenn wir mit ein paar Leuten aus Braunschweig da mal hinfahren würden und mal den kleinen Dammer Bauern zeigen, dass es auch noch andere Leute gibt und dass es auch noch wirklich Alternativen für alles gibt. Dankeschön. Danke, Florian.